Ja gut, der Start war ein bisschen schwierig. In Asien lief es nicht so gut für mich. Ich hatte dann doch noch ein paar Probleme, zurückzukommen nach der Verletzung. Und es hat mich auf jeden Fall ein paar Wochen gekostet, bis ich so richtig in Schwung kam. Aber die letzten Wochen waren okay. Mein Spiel ist auf jeden Fall wesentlich besser. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Freue mich, dass wir jetzt hier unser erstes Major spielen. Und denke, ich bin eigentlich in ganz guter Form. Ja, ich war die Woche zuvor, habe ich viel trainiert. Davor war ich noch in Deutschland und habe mit meinem Trainer Günther Kessler ein bisschen was gemacht. Und die Gedanken, die ich von ihm bekommen habe, habe ich einfach über die Woche trainiert und es hat super geklappt. Und mein Spiel hat sich da wirklich solide angefühlt. Und ja, ich versuche einfach an diesen Sachen jetzt weiterzuarbeiten und das mit in die nächsten Wochen zu nehmen. Und bisher gelingt mir das eigentlich ganz ordentlich. Also ich glaube, dass es wirklich ein anspruchsvoller Golfplatz ist. Das Rough ist nicht ganz so hoch wie letztes Jahr, aber trotz allem, man muss eigentlich die Fairways treffen, um hier wirklich tief schießen zu können. Und ich glaube, das liegt mir ganz gut. Mein Ballstriking ist ganz ordentlich im Moment. Und wenn ich jetzt auf die heutige Runde gucke, denke ich, dann habe ich trotz eigentlich wenig Fairway-Treffern wirklich da ganz gut gescrambled und ein paar gute Pars noch gemacht. Und ich mag es hier. Der Platz gefällt mir, die Atmosphäre gefällt mir. Und insofern freue ich mich auf eine gute Woche. Ja gut, mein Caddy ist ja mein Freund, insofern habe ich den immer dabei, was natürlich schön ist. Und dann ist diese Woche noch Stefan Morales vom Deutschen Golfverband hier und unterstützt mich ein bisschen. Und ich glaube, am Wochenende kommt noch Sophia Popov, eine Freundin von mir, natürlich auch eine gute Spielerin hier im College in USC. Und es ist natürlich immer ganz schön, ein paar bekannte Gesichter dabei zu haben. Und es spielt natürlich eine große Rolle so für den Wohlfühlfaktor. Insofern ist es eine coole Woche. Naja, man sollte natürlich eigentlich jedes Turnier gleich angehen und das mache ich eigentlich auch. Die Vorfreude ist riesig, weil ich den Platz einfach mag und ja, einfach gute Erinnerungen habe aus den letzten Jahren. Und ansonsten die Vorbereitung war eigentlich ziemlich ähnlich. Wie gesagt, an den Schwungsachen arbeiten, an denen ich jetzt die letzten Wochen auch gearbeitet habe. Und ja, einfach so normal wie möglich seine Routine abspulen und dann schauen, was da rauskommt.